Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Sie haben nicht viel für Chemie übrig. Aber Herr Professor Stolzfuß, wie kommen Sie denn auf die Idee? Mein Sohn hat mir von Ihrem Vortrag erzählt. Wie er sagte, halten Sie Spurenelemente in Bronze für ziemlich langweilig. Ach, habe ich das gesagt? Offen gestanden ging es in meinem Vortrag um die Geschichte und Schönheit antiker Bronzeplastiken, nicht um Chemie. Ich habe Ihr Fachgebiet kaum erwähnt. Meinem Sohn ist das aufgefallen. Was beim Sohn eines Chemieprofessors wohl nicht weiter verwunderlich ist. Ich habe ihm von unseren Untersuchungen an Ihrer Statue erzählt. Und das finden Sie in Ordnung? Das ist doch kein Staatsgeheimnis. Ihr Direktor hatte mich gebeten, mir Ihre Statue anzuschauen. Anzuschauen? Ja, warum sollte uns Chemiker das Museum nicht beauftragen, das vermeintliche Alter Ihrer Skulptur zu bestätigen? Vermeintlich? Ah, das ist doch keine Beleidigung. Das Alter ist fast immer vermeintlich, bis der Nachweis erbracht wird. Auch das Alter einer Person. Es sind Zweifel aufgetreten, ob diese Statue tatsächlich in die Antikensammlung gehört. Wissen Sie eigentlich, wie viele Beweise ich im Laufe meiner jahrelangen Forschung zusammengetragen habe? Ich habe Ihr Buch gelesen. Das Ganze? Ja. Aber ich habe zunächst mit dem Register angefangen, um die Stichwörter Spurenanalyse und Nickel zu suchen. Jetzt ist mir natürlich klar, warum beide fehlen. Da Sie dergleichen, nach Aussage meines Sohnes, ja für unerheblich halten. Warum haben Sie ausgerechnet diese beiden Wörter gesucht? Weil römische Bronze einen sehr geringen Nickelanteil hat, während Ihre Statue sehr viel Nickel enthält. Was eher für Bronze aus der Renaissance typisch ist. Sie vermuten, dass die Statue aus der Renaissance stammt? Dass alle 345 Seiten in meinem Buch nur Quatsch sind? Nein, das nicht. Quatsch würde ich nicht sagen. Sie halten sich sklavisch an die Regeln der Chemie, die Sie als Student gelernt haben. An Lehren, die Sie jetzt an Ihre Studenten weitergeben, die dann wiederum Ihren Studenten diesen ganzen sterilen Mist beibringen. Mist? Den ganzen sterilen alten Mist, dem jeder Sinn für Schönheit abgeht. Wo keine Notiz von unserem subtilen Studium des Stils, der Form, der Patina genommen wird. Was Sie da treiben, erinnert mich an eine übereifrige Maus, die tut, als wäre sie eine Ratte. Diese Worte werden Sie noch bereuen, Frau Dr. Leitner-Opfermann. Den exquisiten Wein ästhetischer Sensibilität in Essig zu verwandeln. Wenn chemische Dilettanten sich mit Kunst befassen, lässt sich bestenfalls sagen, dass das Resultat unvorhersehbar ist. Das ist in den Naturwissenschaften immer der Fall. Warum lehrt Sie das dann nicht Bescheidenheit? Statt präpotenter Macho-Arroganz? Und warum erkennen Sie die Bedeutung von Schönheit nicht an? Ein Begriff, der in Ihrer naturwissenschaftlichen Welt faktisch kaum existiert. Für diese Diskussion ist die Schönheit Ihrer Skulptur im Grunde belanglos. Diese Statue ist belanglos. Und was ist von Belang? Die Wahrheit. Sonst nichts? Nur das. Wie erbärmlich. Aber wenn diese Statue belanglos ist, was ist dann mit der Kunst? Definieren Sie Kunst. Wie wäre es damit? Kunst ist das, was man nicht im Spiegel sieht. Und wie notwendig ist das? Kunst ist nicht notwendig, Kunst ist unerlässlich. Jetzt reicht's. Ich habe versucht, kollegial zu sein. Kollegial? Ich wollte Ihnen erklären, wie wir zu diesem Ergebnis kamen. Sie glauben, dass ich eine Erklärung benötige? Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich vergaß. Sie sind ja ein Experte auf dem Gebiet der Thermolumineszenz und deren Möglichkeiten und Grenzen. Deren Grenzen! Genau darauf wollte ich hinaus. Sie sind unmöglich. Da, lesen Sie doch selbst. Ach, ich brauche das nicht zu lesen. Ich werde es schlicht dort ablegen, wo ich derartigen Quatsch abzulegen pflege, im Papierkorb. Dann warten Sie eben, bis unser Bericht veröffentlicht wird. Sie wollen das veröffentlichen? Sie war immer noch in Rage, als sie mir von dem Gespräch erzählt hat.
Sag mal, Emma, hat sie meinen Chef wirklich als übereifrige Maus bezeichnet? Und dann präpotente Macho-Arroganz. Ich meine, was soll das? Was regst du dich so auf? Ja, weil sie bestimmt alle Chemiker gemeint hat. Aber falls du die Verbalattacke deiner Chefin verteidigen solltest, wieso bist du dann immer noch mit mir, einem Chemiker, zusammen? Hm? Erstens ist sie nicht meine Chefin. Ich arbeite in der Renaissance-Abteilung. Ui. Ich wurde vom obersten Boss an sie ausgeliehen. Vom Direktor des Museums. Um ihr aus diesem Schlamassel herauszuhelfen. Denn ein Schlamassel in der Antikensammlung ist ein Schlamassel für das ganze Museum. Vor allem, wenn es um ein so wichtiges Werk geht. Und zweitens bin ich nicht immer noch mit dir zusammen, Otto. Ich habe gerade erst damit angefangen. Ja, ja. Das muss an der Chemie liegen. Die Stimme des Experten. Deine Frau Opfermann hat dich gegen mich aufgehetzt. Sie weiß ja gar nicht, dass es dich gibt. Ach, und sie heißt Leitner Opfermann. Opfermann ist der Name ihres Ex-Mannes. Oh je. Regina Leitner Opfermann. Ich kann Doppelnamen nicht ausstehen. Sie riechen immer so nach Kompromiss. Sie wird Opfermann nicht ablegen, weil sie den Fehler gemacht hat, ihr Buch unter diesem Namen zu veröffentlichen. Sie erwartet, mit Frau Dr. Leitner Opfermann angesprochen zu werden. Wie sprichst du deinen Boss an? Rex? Nicht Herr Professor? Gleich am Anfang sagte er, nennen Sie mich einfach Rex. Und hat gelacht, aber ich wusste, was er meinte. Dass ein König keinen anderen Titel braucht. Ich möchte mir lieber nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ich Regina zu ihr sagen würde. Warum interessierst du dich eigentlich so für sie? Weiß deine Frau Doktor etwas von uns? Da gibt's nichts zu wissen. Ja, noch nicht. Aber eins ist klar. Die wird noch daran zu würgen haben, dass sie damit angefangen hat. Nicht Regina Leitner-Opfermann. Die hat einen eisernen Magen. Ja, schon möglich. Aber Chemiker kennen sich mit Giften aus. Und Rex ist einer der Besten seines Fachs. Seine Magnifizenz ist also der Meinung, dass meine Abteilung ihrer Hilfe bedarf, Frau Finger. Der Direktor des Museums meinte, mein Renaissance-Hintergrund könnte nützlich sein. Er will nur die Situation retten. Wollen wir das nicht alle? Ich möchte Ihnen wirklich helfen. Aber wenn ich hier nur im Weg bin... Nein, vergessen Sie es immer, vergessen Sie es. Ich sollte meine Verärgerung nicht an Ihnen auslassen, sondern mir selbst Vorwürfe machen. Setzen Sie sich. Danke. Waren Sie jemals verliebt? Also, ich... Ich meine, wirklich verliebt. Überzeugt, dass es keinen anderen als ihn gibt und nie geben wird. Na, vielleicht nicht ganz so. Natürlich nicht, dafür sind Sie zu jung. Ich lebe seit Jahren mit diesem Jüngling. Aber statt ihn als selbstverständlich zu betrachten, oder schlimmer noch, mich nicht mehr für ihn zu interessieren, übt er auf mich eine ständig wachsende Faszination aus. Wenn ich glaubte, jeden einzelnen Millimeter seines Körpers erforscht zu haben, konnte es passieren, manchmal mitten in der Nacht, dass mir schlagartig ein fehlendes Detail einfiel. Und wissen Sie, welche Art von Detail? Nein. Natürlich nicht. Zum Beispiel der Zwischenraum zwischen seiner großen Zehe und der daneben. Ob zwischen dem linken und dem rechten Fuß ein Unterschied besteht. Haben Sie Ihren Finger jemals zwischen die Zehen eines Mannes gleiten lassen? Ich kann mich nicht erinnern. Vermutlich nicht, nein. Bestimmt nicht, denn sonst würden Sie sich erinnern. Also, Sie haben ihn ja gesehen. Dann sagen Sie mir, wie groß er ist. Ich weiß nicht, 1,70 Meter oder 80. Exakt 1,83,5 Meter. Die Breite seines Kopfes? Keine Ahnung. 20,5 Zentimeter. Die Länge seines Gesichts? Das weiß ich nicht. 18,2 Zentimeter. Der Abstand zwischen Haaransatz und Nase? Also woher soll 4,5 Zentimeter. Länge der Nase 6,2 Zentimeter. Von der Nase bis zum Kinn 6,5 Zentimeter. Lichte Weite der Augen 3,5. Augenabstand? Egal. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich nur die Maße seines Gesichts kenne.
Schulterbreite 46 cm. Abstand zwischen Adamsapfel und Nabel 41,4 cm. Abstand zwischen den Brustwarzen 27,5 cm. Länge der Schenkel 57 cm. Kann ich jetzt gehen? Noch nicht. Schon als ich ihn das erste Mal erblickte, fühlte ich mich instinktiv zu ihm hingezogen. Wusste intuitiv, dass er echt ist. Ich glaubte so fest, das Richtige gespürt zu haben, dass ich meine eigenen Warnsignale missachtete. Sogar den geradezu tadellosen Zustand der Patina. Und nun werde ich einen Weg finden müssen, um meinen Fehler zu korrigieren, ohne diesen Chemikern die Genugtuung zu lassen, alles allein herausgefunden zu haben. Warum habe ich das übersehen? Sie haben vermutlich keine Ahnung, wovon ich spreche. Nicht direkt. Sie müssen mein Gerede von einem Loch an seinem Kopf für verrückt halten. Für mich war es nur hässlich, obwohl es ziemlich gut kaschiert und zugestopft ist. Also ich nahm an, dass es aus technischen Gründen vorhanden ist. Ich hätte es selbst erkennen müssen. Aber genug der Selbstgeißelung. Morgen muss ich einen Vortrag vor dem Förderkreis unseres Museums halten und darf nichts von Problemen anklingen lassen. Aber danach müssen wir sofort unser weiteres Vorgehen planen. Otto, wir schreiben unseren Bericht um. Wie bitte? Das war einmal, als ich noch kollegial sein wollte. Als ich noch bereit war, etwas gemeinsam mit der Dame zu publizieren, um sie in der Öffentlichkeit nicht bloßzustellen. Aber nach diesen Beleidigungen ist es aus mit der Kollegialität. Jetzt herrscht Krieg! Wir fangen an mit dem Loch. Warum gerade damit? Ich dachte, das würde Sie freuen. Sie waren doch der Erste, der das Endoskop hineingesteckt hat. Wir werden darauf hinweisen, dass kein Endoskop nötig war, um den Fehler aufzudecken. Ein schlichter Greifzirkel hätte genügt, um die Dicke zu bestimmen. Römische Abgüsse waren nie mehr als 5 mm dick, dieser dagegen 20. Das konnte man praktisch mit dem bloßen Auge erkennen. Nachdem das Loch geöffnet war. Renaissance-Abgüsse waren so dick, weil die Bildhauer nach Gewicht bezahlt wurden. Ja, selbst ein Kunsthistoriker hätte das merken müssen, aber die haben gar nicht erst hingeschaut. Für die zählt nur das Äußere. Sensibilität der visuellen Wahrnehmung, kritische Kennerschaft. Kein Wunder, dass sie sich von ihrer eingebildeten ästhetischen Unfehlbarkeit blenden lassen. Und was ist mit den ganzen Untersuchungen, die ich gemacht habe, mit der Thermolumineszenz? Das sind eindeutige Beweise. Wollen wir das alles ignorieren? Ja. Aber kein Aber. Okay. Wissen Sie, was die mich genannt hat? Einen präpotenten Macho. Ausgerechnet die auf den ganzen 345 Seiten mit keinem Wort seinen Pimmel erwähnt hat. Im ganzen Register kommt nicht ein einziges Mal das Wort Phallus vor. Und die nennt mich präpotent. Na, dann wird sich der präpotente Macho mal überlegen, wie er dieser Dame klarmachen kann, dass sie mich nicht ungestraft beleidigt. Und jetzt, meine Damen und Herren, lassen Sie Ihren Blick über dieses hinreißende Meisterwerk schweifen. Diese eindringliche Einheitlichkeit der Ausführung gepaart mit einem Hauch von Ungestüm. Widerstehen Sie jedoch der Versuchung, mit dem Gesicht anzufangen. Machen Sie es wie ich, als ich ihm das erste Mal gegenüberstand. Beginnen Sie unten. Zum Beispiel bei diesen perfekten, geradezu köstlichen Zehen. Dann die flinken Füße, Schienbein und Wade formvollendet, das Knie so unglaublich leicht angewinkelt, die Schenkel so wohlgeformt und doch fest und dann die stolzen Lenden und die Gesäßhälften, die mit der Rundheit einer zweischaligen Muschel die Spalte umgeben. Einfach göttlich. Der Nabel, dezent, die junge Brust männlich und geschwellt, geschmückt mit empfindsamen Brustwarzen, der Hals makellos, das Kinn fast überirdisch, die Unterlippe so verlockend, die Nase edel gebogen und römisch und die Augen, wenngleich die toten Augen einer Statue, sanft, verführerisch und glühend zugleich. Und nun die betörende Lockenpracht, diese bezaubernden Löckchen, fangen wir hier an. 5, die nach links gedreht sind, dann 8, die sich nach rechts ringeln und dann 13.
In anderen Worten, die berühmte Fibonacci-Folge. Großer Gott. Das Gesäß eine zweischalige Muschel. Sei lieber dankbar. Es war nicht leicht, dich in den Vortrag zu schmuggeln. Wenigstens hast du sie jetzt einmal in Hochform erlebt. Das kann sie sich nicht in dem Moment ausgedacht haben. Nein, sie hat zitiert. Darauf versteht sie sich. Ja, aber immer ohne Quellenangabe, wie mir scheint. Und das mit der Fibonacci-Folge. Jede Wette, dass die meisten Zuhörer noch nie von Fibonacci gehört haben. Ja, das ist ihr Lieblingsspruch, den bringt sie immer an. Ja, jedenfalls hat sie etwas ausgelassen. Was denn? Den Penis. Was ist damit? Ja, der ist ziemlich klein. Es handelt sich schließlich um einen Jüngling. Der mindestens 20 ist, würde ich sagen. Pimmel hören mit 17 aufzuwachsen. Oh, was du nicht sagst. Jedenfalls hat die Leitner den Fallus absichtlich ausgelassen. Genau wie die meisten seriösen Kunsthistoriker. Ja, und was für ein Problem hat deine Regina damit? Sie beschäftigt sich doch mit jedem Quadratmillimeter dieses köstlichen Körpers. Und trotzdem hat sie eines der wichtigsten Glieder ausgelassen. Warum müssen Naturwissenschaftler immer alles benennen oder beschreiben? Eine explizite Definition kann die zarte, partizipatorische, kreative Erfahrung zerstören. Partizipatorische, kreative Erfahrung? Die sich einstellt, wenn man etwas Schönes betrachtet. Ein Attribut nicht zu erwähnen, kann dessen Bedeutung auch unterstreichen. Attribut? Es gibt Zeiten, vor allem in der Kunst, in denen der Penis nichts weiter als ein Attribut ist. In der klassischen griechischen Kunst haben männliche Akte meist einen kleinen Penis, und zwar absichtlich. Als Symbol des aristokratischen Mannes. Für die Griechen war nicht die Größe entscheidend, ganz im Gegenteil. Ihnen ging es um die Zierlichkeit. Du machst wohl Witze. Keineswegs. Wir sprechen hier von der Konvention in der griechischen Kunst und Gesellschaft und nicht von Anatomie. Ja, ziemlich subtil. Subtilität ist vielleicht einer der entscheidenden Unterschiede zwischen Naturwissenschaft und Kunst. Mein Vortrag kam gut an. Sie waren sehr überzeugend. Emma, wer war der Mann neben Ihnen in der letzten Reihe? Ich konnte das Gesicht nicht erkennen. Ach, ein Bekannter. Was macht er beruflich? Irgendwas Langweiliges. Mir ist aufgefallen, dass Sie die übliche Einleitung weggelassen haben. Was meinen Sie? Dass es sich um die älteste römische Plastik handelt, die nördlich von Italien entdeckt wurde. Genau darum habe ich im Anschluss keine Fragen zugelassen. Nicht auszudenken, wenn jemand das Thema angeschnitten hätte. Früher oder später werden wir uns damit befassen müssen. Ich weiß. Seine Magnifizenz hat es bereits aufs Tapet gebracht. Welche offizielle Linie wird das Museum vertreten, hat er mich gefragt. Und was haben Sie geantwortet? Dass wir noch daran arbeiten. Wie lautet Ihre Hypothese? In Bezug auf was? Was hat die Leitner vor? Ich weiß nicht. Wenn wir das nur herauskriegen könnten. Weshalb? Es geht mir nicht darum, das Museum in Schwulitäten zu bringen. Schließlich hat uns der Direktor persönlich gebeten, einen Blick auf die Statue zu werfen. Und wenn sich die Leitner nicht so unmöglich benommen hätte, wäre ich ja bereit gewesen, mich um eine diplomatische Lösung zu bemühen. Moment. Heißt das, Sie hätten nicht erklärt, dass die Statue ein Abguss aus dem 16. Jahrhundert ist? Nach der ganzen Mühe, die ich mir gemacht habe? Hat die Leitner Sie eigentlich mal kennengelernt? Nein. Oder mal gesehen? Das weiß ich nicht. Ich war mal in einem Vortrag von ihr. Ach ja. Waren noch andere Leute da? Der Raum war praktisch sprechend voll. Also, wenn der Raum voll war, sind Sie ihr vermutlich nicht aufgefallen. Ich möchte, dass Sie ein bisschen herumschnüffeln. Ganz diskret. Und warum? Haben Sie das Buch von ihr gelesen? Nein. Sollten Sie aber. Es ist nicht schlecht. Würden Sie bitte dieses infernalische Gerät ausschalten? Das tut mir schrecklich leid. Ich dachte, es ist aus. Nur eine Sekunde. Jetzt nicht. Es ist dringend. Es geht nicht. Bist du bei Ihrem Büro? Mhm. Ja, dann denk dir was aus. Geht nicht. Rex wird Sie gleich anrufen. Was? Oh, zu spät. Du, ich muss auflegen. Er kommt gerade. Ja? Hier, Stolzfuß. Aha. Ich möchte Ihnen noch eine letzte Chance geben. Eine letzte Chance? Ja. Waffenstillstand. Sie sind also bereit, sich zu entschuldigen? Ich? Warum sollte ich mich entschuldigen? Ich habe noch nicht einmal angefangen und Sie wollen, dass ich mich entschuldige? Ich spreche von Ihrem Bericht. Und ich spreche von seinem Inhalt. Wenn das so ist, dann gibt es nichts mehr zu besprechen. Wenn das so ist, dann herrscht Krieg. Mistkerl! Zicke! Wissen Sie, wer das war? Ich kann's mir denken.
Ich wüsste zu gern, warum er angerufen hat. Ich auch. Ich hätte nicht die Beherrschung verlieren dürfen, jedenfalls nicht so schnell, bevor ich herausfinden konnte, was er im Schilde führt. Ich traue diesem Kerl nicht. Genauso wenig wie seinem Handlanger, der im Bericht erwähnt wird. Ich habe den Namen vergessen. Otto Umlauf. Sie kennen ihn? Was habe ich schon mit Chemikern zu tun? Halten Sie sich von ihnen fern. Die sind pures Gift. Oder wenn nicht Gift, Proleten. Und naturwissenschaftliche Proleten sind die schlimmsten, weil sie immer versuchen, einen mit Fakten zu erschlagen. Tja, dann wollen wir es dem Herrn doch mal zeigen. Wir? Ja, wir. Denn Sie werden mir helfen, nach entsprechenden Beweisen zu suchen. Übrigens, als Renaissance-Expertin sprechen Sie vermutlich Spanisch. Claro. Und können Sie alte spanische Texte lesen? No hay problema. Gut. Zuvor aber lesen Sie bitte das hier. Das sind meine Notizen über die Details einer Hypothese, die ich nie veröffentlicht habe, weil ich nie wirklich die Zeit dafür hatte, den Beweis zu finden. Und beginnen Sie in Aranjuez. Schließlich befanden sich dort die königlichen Gärten jener Zeit. Stellen Sie fest, ob Sie etwas über zwei Statuen herausfinden können, die vor etwa zwei Jahrhunderten verschwanden. Sie schreiben hier über eine männliche und eine weibliche und ob die beiden ein Paar bilden. So ist es. Beginnen Sie also in Aranjuez, was noch einen weiteren Vorzug hat. Dort gibt es die besten Erdbeeren Spaniens. Nachrichten, auf die du nicht reagierst. Ich habe furchtbar viel zu tun. Ja, und wenn ich dich erreiche, dann machst du Ausflüchte. Ich hab's dir doch gesagt, mein neues Projekt. Römische Altertümer sind nicht gerade mein Metier. Ich muss mich da erst einarbeiten. Tag und Nacht? Ja. Die Leitner hat nicht viel Zeit. Der Museumsdirektor sitzt dir im Nacken. Was wollen die denn noch? An unseren Ergebnissen ist nicht zu rütteln. Wir zweifeln den chemischen Nachweis ja nicht an. Wir? Ach, heißt das, dass du dich auch in dieses aussichtslose Unterfangen hineinziehen lässt? Warum gibt dir nicht bekannt, dass die Statue 1548 gegossen wurde? Was macht dich da so sicher? Weil ich derjenige bin, der die Thermolumineszenz gemacht hat. Und damit kann man exakt bestimmen, wann die Probe das letzte Mal großer Hitze ausgesetzt war. Das steht alles in dem Bericht, den wir dem Museumsdirektor schicken werden. Und den ihr zu veröffentlichen gedenkt? Ja, selbstverständlich. Du darfst das gerne als private Mitteilung von einem der Autoren zitieren. Und dann lass es gut sein. Und geh heute Abend mit mir essen. Bist du noch nie auf die Idee gekommen, dich zu fragen, warum und wo die Statue gegossen wurde und von wem? Ja, schön. Warum wurde sie gegossen? Ja, das weiß ich nicht. Wirklich nicht? Aber wenn du es wüsstest, dann würdest du es mir doch sagen. Stimmt's immer? Regina glaubt, dass sie eine Erklärung auf der Spur ist, die eure Ergebnisse nicht falsch machen würde, aber belanglos. Belanglos? Das sagte ich. Heute Abend in einem guten Restaurant. Es geht leider nicht. Ich muss Koffer packen, weil ich verreise. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Und darf man fragen, wohin du fährst? Nach Spanien. Wirklich? Hey, ich habe eine tolle Idee. Lass mich mitkommen. Ich kann für dich dolmetschen. Ich habe jahrelang die Ferien im Sommerhaus meines Großvaters auf Ibiza verbracht. Bitte, behalte das für dich. Und außerdem brauche ich keinen Dolmetscher. Wieso gerade Spanien? Emma, nun sag schon. Oh, na schön. Aber zu niemandem ein Wort. Hey, ist doch klar. Wofür hältst du mich? Kannst du mir nicht einmal vertrauen? Spanien? Scheint so. Ich wüsste zu gern, was sie jetzt wieder vorhat. Die kleine Finger nach Spanien zu schicken. Irgendeine Idee? Tja, ich glaube, sie versucht, aus der Bredouille herauszukommen, in die sie gebracht haben. Moment mal, das war vor allem ihr Werk, Otto. Ich glaube, dass sie nicht mehr bestreitet, dass die Statue, die im Museum steht, ein Nachguss aus dem 16. Jahrhundert ist. Vermuten Sie das oder wissen Sie das? Ich zähle nur zwei und zwei zusammen. Ja und? Na, heraus mit der Sprache! Ich glaube, sie denkt, dass das Original irgendwo in Spanien ist. Sie meinen, man hat es in Spanien ausgegraben? Dann im 16. Jahrhundert dort einen Nachguss gemacht, um diesen hierher zu schaffen? Oh, das ist doch absurd. Wie wäre es andersrum? Der Nachguss wurde hier in Österreich hergestellt und das römische Original wurde nach Spanien geschafft.
Und das versucht sie jetzt zu finden? Das vermute ich. Haben Sie Beweise dafür? Nur, was ich zwischen den Zeilen lese. Welchen Zeilen? Naja, was man eben hier und da so aufschnappt. Ja, und Ihre Quelle? Quelle? Oh, eigentlich niemand Spezielles. Ach, verstehe. Sie möchten nicht gerne mit dem Finger auf jemanden zeigen, stimmt's? Gut. Wenn sie eine spanische Erklärung will, dann werde ich sie ihr liefern. So, da bin ich. Lassen Sie alles liegen, woran Sie gerade arbeiten. Ich möchte, dass Sie ein Projekt in Angriff nehmen, top secret, das nicht mehr als 8 Wochen dauern sollte. Wie will sagen, es muss in 7 Wochen fertig sein. Ist das klar? Andernfalls droht mir was. Andernfalls gibt es nicht. Das klingt ernst. Und wichtig. Sie wissen, dass wir noch den kompletten Computerscan der Statue haben? Heißt das, dass ich ihn mir nochmal vornehmen soll? Und wozu? Sehen Sie sich dieses Foto an. Ich habe 3 Bereiche markiert. Hier, hier und hier. Linker Fuß, Rumpf und Kopf? Ja, ohne das linke Ohr. Darauf müssen Sie achten. Es ist auf dem Foto durchgestrichen. Okay, kein linkes Ohr. Und jetzt? Bevor Kollege Hagen unser Institut verließ und nach Berlin ging, hat er sich doch mit Computermolding vertraut gemacht. Computermodelle habe ich schon gemacht, bevor ich in Ihr Labor kam. Otto, Sie sind nicht bei der Sache. Ich sagte Computermolding, nicht Modelle. Entschuldigung. Ja und? Was? Wie gut können Sie Formen herstellen? Allein? Ohne fremde Hilfe? Ich sagte bereits, dass die Sache vertraulich ist. Ich werde ein bisschen üben müssen. Ja, dann fangen Sie an zu üben. Noch heute. Dann was dann? Ich will Gipsformen. Exakte Gipsabgüsse. Diese 3 Bereiche. Linker Fuß, Kopf, Rumpf. Sobald Sie fertig sind, bringen Sie sie zu mir, damit ich Ihnen den letzten Schliff gebe. Sie wissen schon, die Hand des Meisters. Ja, um Ihre Co-Autorenschaft zu begründen? Sie halten sich wohl für besonders schlau, Otto. Was? Und dann? Dann stellen Sie Bronzeabgüsse her. Nicht dicker als 5 mm. Und achten Sie insbesondere auf die Zusammensetzung der Spurenelemente. Vor allem auf sehr geringe Nickelwerte. Sie wissen schon, typisch für frühe römische Bronzen. Sagten Sie römisch? Genau. Sie hören also endlich zu. Und ich will das komplette Atomabsorptionsspektrum sehen. Zinn, Blei, Zink, Eisen, Silber, Antimon sowie Wismut und Kobalt. Kein Arsen. Natürlich auch Arsen. Habe ich das nicht erwähnt? Sie wollen, dass ich eine römische Fälschung dieser 3 Bereiche herstelle? Ich möchte, dass Sie in unserer Patina-Datenbank die entsprechenden Werte heraussuchen. Sie und ich werden davon ausgehen, dass diese Teile hier in der Nähe einer sehr alten Latrine ausgegraben wurden und dann mit Erde abgedeckt wurden, die mit Dünger durchsetzt war, wie er im 19. und 20. Jahrhundert in Spanien verwendet wurde. Ach, Sie meinen ungünstige Bedingungen, die erklären, warum die Statue... Die dünne römische Statue, nicht die dicke Version aus dem 16. Jahrhundert, nur bruchstückhaft erhalten ist. Sie wissen schon, die Einwirkung von Ammoniak, von Phosphaten und so weiter. Das kann ich nicht. Was heißt, das kann ich nicht? Ich kann keine Fälschung herstellen. Wer verlangt denn, dass Sie eine Fälschung herstellen? Eine Fälschung, die wie ein Original aussieht, auch wenn sie als solche nicht zu entdecken ist, ist immer noch eine Fälschung. Glauben Sie nicht, dass es auf den Verwendungszweck ankommt? Wie meinen Sie das? Wenn Sie vorhätten, das für viel Geld als Original zu verscherbeln und damit Erfolg hätten, dann wäre das Betrug. Und Betrug ist strafbar. Aber angenommen, Sie wollten damit in einer wissenschaftlichen Kontroverse einen entscheidenden Punkt unterstreichen, als Scherz, ohne dass Geld im Spiel ist. Wissenschaftliche Kontroverse? Der anderen Seite beweisen, wie sehr diese sich im Irrtum befindet, indem sie ihr mitteilen, dass es gefälscht ist. Und zwar privat, nicht in der Öffentlichkeit. Ja, das wäre vermutlich etwas anderes. Aber nicht vergessen, vor dem Gießen der Bronze werde ich letzte Hand anlegen. Und Sie werden mir dabei zuschauen. Ich brauche einen Zeugen. Mehr noch, ich brauche einen Mittäter, der weiß, wann er den Mund zu halten hat. Dr. Leitner Opfermann? Hier ist Emma. Wo sind Sie? Ich bin in Belgien. Was machen Sie denn in Belgien? Naja, egal. Was haben Sie entdeckt? Interessante Dokumente in Namur, wo Don Juan d'Austria gestorben ist. Was steht in den Dokumenten? Dass Don Juan König Philipp II. Bittet, ihm die Statue zu schenken. Ach, großartig. Fantastische Arbeit, Emma. Danke. Besorgen Sie sich Kopien der Dokumente. Habe ich schon. Dann nehmen Sie das nächste Flugzeug und kommen sofort zurück. Aber nicht einmal ein freier Nachmittag, um zu feiern? Nein, erst müssen Sie mir alles hier erzählen. Danach werden wir gemeinsam feiern. Ich muss unbedingt
sind hier noch ein paar Leute. Tut mir leid, Emma. Ich muss auflegen. Ich habe jetzt einen Termin. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Buenos dias. Bitte nehmen Sie Platz. Gracias. Meine Geschäftskarte. Ah, ja. Instituto Roberto Hernandez, Aranjuez, España. Ja. Womit genau beschäftigt sich Ihr Institut, Señor López? Unser Institut ist genannt nach dem Gründer von Iberische Dinosaurologie. Saurologie? Dino. Dinosaurologie. Verehrter Señor López, dann sind Sie hier falsch. Sie müssen ins Naturhistorische gehen. Das liegt gegenüber von uns. Gleich hinter dem Denkmal der Kaiserin Maria Theresia. Dieses Objekt ist aus Bronze. Oh. Ja, ein Fuß. Ein menschlicher Fuß. Nicht von Dinosaurier. Ein linker Fuß. Oh mein Gott. Verzeihung. Es ist alles in Ordnung. Wo haben Sie den gefunden? In Spanien. Bei einer Ausgrabung nahe meiner Heimatstadt. Aranjuez? Sie kennen meine Heimatstadt? Wir haben wunderbare Erdbeeren. Spektakuläre Erdbeeren. Wie haben Sie ihn gefunden? Dinosaurologen haben einen Grundsatz. Im Zweifelsfall nicht wegwerfen. Ich war versucht, aber weil er ist aus Bronze... Nun? Er ist offenbar alt. Ja, haben Sie noch andere Bronzeteile gefunden? Ja, es gab noch andere. Haben Sie sie mitgebracht? Claro. Kann ich sie sehen? Claro. Nun? Na, sie möchte nicht wissen, warum ich komme zu Ihnen. Nun, ich... Gewiss, natürlich möchte ich das wissen. Also, warum sind Sie in unser Museum gekommen? Der Kopf. Welcher Kopf? Sein Kopf. Sie haben seinen Kopf? Seine... Wie sagt man? Seine Locken? Ja, ich entdeckte eine Fibonacci-Folge. Und? Na, genau wie der Kopf, hier. Zeigen Sie ihn mir. Leider... Leider was? Leider, es fehlt ein... Ach, das macht doch nichts. Ich möchte ihn sehen. Gut. Bitte. Haben Sie noch mehr? Claro. Zeigen Sie es her. Gut. Bitte. Oh, wundervoll. Ja. Die Mitte des Torsos. Was haben Sie damit vor? Verkaufen. Senora. Haben Sie schon eine preisliche Vorstellung? Claro. Wie viel? Sie wollen kaufen? Unter Umständen. Welches Stück Sie interessiert meisten? Dafür ist es noch zu früh. Wie viel wollen Sie für alle drei? Wie viel ich will für alle drei? Die Frage ist, wie viel die drei sind Ihnen wert. Sie zuerst. Ich sehe mich außerstande, überhaupt eine Summe zu nennen. Zum einen müssten wir uns von der Echtheit überzeugen. Natürlich. Aber Sie sagen, Sie sind außerstande zu nennen, überhaupt eine Summe. Heißt das keine Summe für diese Schätze? Ich müsste zuerst das für Ankäufe zuständige Gremium konsultieren und dann Sponsoren gewinnen, die daran interessiert wären, diese Stücke für uns zu erwerben. Der Staat wird sie nicht bezahlen. Nennen Sie eine Zahl. Sie zuerst. Angenommen, Sie wären auf einer Kunstauktion. Welches Mindestgebot würden Sie akzeptieren? Bitte, schriftlich, für Ihre Sponsoren. Ausgeschlossen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie glauben, ich scherze? Senora. Ausgeschlossen? Ausgeschlossen. Wissen Sie, was ich kann bekommen für Dinosaurier-Eier? Aber das sind keine Dinosaurier-Eier. Genau. Ich kann finden jederzeit neue. Ich glaube, wir kommen nicht in Geschäft. Nein, nein, warten Sie. Unser Museum ist der einzig richtige Ort dafür. Aber diese Summe, die kann ich unmöglich aufbringen. Oh, wie schade. Für Ihr Museum. Aber es gibt andere. Berlin, London, das Getty in Los Angeles, Abu Dhabi. Die Araber sind eifrige Sammler. Wer weiß? Ha. Warten Sie. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Das kann doch nicht Ihr letztes Wort sein. In meiner Branche, es gibt kein letztes Wort. Wenn es gibt mehrere Interessenten, sagen wir, Abu Dhabi gegen Los Angeles, der Preis steigt. Garantiert. So wie wenn zwei Sammler wollen das gleiche Dinosaurier-Ei. Wenn ich finde keinen Käufer, der Preis sinkt. Was sehen Sie? Ich sehe nichts. Ich habe noch nicht gesprochen mit anderen. Sie sind also nicht bereit, mir entgegenzukommen.
Vielmehr unserem Museum, einem der bedeutendsten Museen der Welt und das einzige, das die Originalbronze dieses Jünglings besitzt. Original? Und was ist mit den drei Stücken hier? Sagen Sie, welche Konzession Sie würden halten für fair? 25%. 25% weniger? Nein. Ein Viertel dieser Summe hier. Nein, das sind nicht 25%, das sind 75. Absurdo. Sogar bei Dinosaurier. Ich halte Nachlass von 75% für Beleidigung. Außer wenn die Schale ist gesprungen. Aber betrachten Sie diesen Kopf. Vollkommen. Bis auf das fehlende Ohr. Oder der Torso. Mit Penis vollständig erhalten. Zugegeben, sehr kleiner Penis, aber nicht ein Feigenblatt. Stellen Sie sich vor, ich finde ein Stück von Dinosaurier mit Penis daran. Ein phallodinosaurisches Relikt. Senora, selbst mit so winziger Phallus. Stellen Sie sich vor, was ich kann verlangen dafür. Und kann bekommen dafür. Welchen Preisnachlass würden Sie in Erwägung ziehen? Sagte ich Preisnachlass? Ach, bitte. Gut, ich nenne Zahl. Aber nur einmal. Ich wiederhole, das ist kein Dinosaurier-Ei. Nun? Ein Nachlass von 25%. Aber nicht ein Euro weniger. Überlegen Sie es sich. Und jetzt packe ich an. Na, warten Sie. Sie können sie doch nicht mitnehmen. Ich brauche diese Stücke, um sie möglichen Sponsoren zu zeigen. Und natürlich dem für Ankäufe zuständigen Gremium. Nur darum? Ja. Keine chemische Analyse? Nun ja, das wohl auch. Sie haben doch keine Einwände? Nein. Na, Sie sind also bereit, sie mir zu überlassen? Claro, aber... Aber? Eine Quittung. Selbstverständlich. Ich werde meine Sekretärin Bescheid sagen. Keine Sekretärin. Eine handgeschriebene Quittung. Ich bin altmodisch. Selbstverständlich. Und schreiben Sie bei Torso, mit Penis vollständig erhalten. Selbstverständlich. Mit vollständig erhaltenem Penis. Ja. Zufrieden? Etwas fehlt. Was denn? Wie lange Sie wollen die Sachen behalten? Das muss hier stehen. Na, wären Sie mit 3 Monaten einverstanden? So lange? Senora. Sie erwarten von mir, eine hohe Summe aufzutreiben. Auch wenn jeder im Museum zustimmt, ich weiß nicht, ob 3 Monate überhaupt genügen werden. Schreiben Sie, ich gebe Ihnen 4 Monate. Senora Opfermann. Danke, Herr Lopez. Aber ich heiße Dr. Leitner Opfermann. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Ich weiß, Ihr Kommen zu schätzen. Sagen wir, ich war neugierig. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal in Ihrem Büro gegenüber sitzen. Ehrlich gesagt, ich wollte Sie um einen Gefallen bitten. Ich höre und staune. Sie erwähnten einmal, dass Sie kollegial sein wollten. Woraufhin Sie mich praktisch hinausgeworfen haben. Ich bitte Sie. Aber so war's. Ach, das war damals. Jetzt möchte ich mich dafür entschuldigen. Um was geht's? Um den Artikel, den Sie veröffentlichen wollten. Und? Wären Sie bereit, ihn zurückzuziehen? Kommt nicht in Frage. Ich meine, nur für eine gewisse Zeit. Könnten Sie die Veröffentlichung nicht hinauszögern? Wie lange? Ja, sagen wir 3 Monate. Höchstens 4. Nun? Vielleicht. Falls Sie mir einen guten Grund nennen. Neueste Forschungen haben ergeben, dass unsere Statue eine etwas komplizierte Geschichte hat. Ziemlich typisch für alles, was mit den Habsburgern zu tun hat. Von welcher Art Forschung sprechen wir hier? Na, sagen wir so. Durch einen glücklichen Zufall haben wir Zugang zu 3 Fragmenten einer antiken römischen Statue erhalten, die ich Ihnen zeigen möchte. Schauen Sie sich die an. Oh, interessant. Die könnten beinahe von Ihrer Statue sein. Aber diese Fragmente könnten nicht nur beinahe von unserer exquisiten Bronzestatue sein. Soweit ich feststellen kann, bis jetzt natürlich nur anhand einer visuellen Prüfung, scheinen sie identisch zu sein.
Und wir sind im Begriff, eine größere Werbekampagne zu starten, um diese exquisiten Stücke erwerben zu können. Ach, verstehe. Und darum käme es Ihnen höchst ungelegen, wenn unser Artikel erscheinen würde, bevor Sie das Geld beisammen haben. Ich bin froh, dass wir uns verstehen. Und wenn Sie die Stücke erworben haben? Dann dürfen Sie gerne veröffentlichen. Obwohl ich nicht wüsste, warum Sie es dann noch tun sollten. Vielleicht wären Sie so freundlich, mir zu erläutern, was diese drei Stücke mit unserer geplanten Veröffentlichung zu tun haben. Was Sie hier sehen, wurde vor kurzem in den königlichen Gärten in Aranjuez in Spanien entdeckt. Meine Schlussfolgerung ist, dass das Original, das 1502 in Kärnten gefunden wurde, Mitte des 16. Jahrhunderts nach Spanien gelangte und dass diese drei Fragmente Teile davon sind. Und wie kam die Statue nach Spanien? Als Geschenk für einen der spanischen Habsburger. Für welchen? Das wäre noch zu beweisen. Das heißt, falls Sie den angeblichen Empfänger und den Spender nicht finden, haben Sie nichts weiter als eine vage Hypothese, eine flüchtige Idee? Ich verstehe. Und vermutlich macht die Chemie Sie so... präpotent? Offen gesagt, chemische Analysen hätten hier nicht viel geholfen. Selbst wenn Sie sich so tief herabgelassen hätten, nicht in diesem Fall, aber künstlerisches Urteilsvermögen, sorgfältige visuelle Prüfung, Beachtung subtilster ästhetischer Details... Lassen Sie das! Aus Ihrem Munde klingen kunsthistorische Termini affektiert. Sie sind affektiert. Ganz egal, wer sie von sich gibt. Aber Sie haben mir vorgeworfen, präpotent zu sein. Das war kein Vorwurf. Ein Kompliment etwa? Nur sorgfältige visuelle Prüfung, Beachtung subtilster, unästhetischer Details. Sehr witzig. Aber dann wollen wir dieser Präpotenz oder präpotenten Selbstsicherheit oder was auch immer doch mal auf den Grund gehen. Beginnen wir mit dem Phalluswinkel. Dem was? Darf ich den Projektor benutzen? Ich möchte Ihnen einige Dias zeigen. Nur zu. Hier haben wir Ihren kostbaren Jüngling. Ein Dia, das ich in Ihrem Museumsshop gekauft habe. Sie stimmen mir zu, dass er das ist? Selbstverständlich. Gut. Hier im zweiten Dia haben wir eine Nahaufnahme der Leistengegend bis über die Schamhaare. Worauf wollen Sie hinaus? Schauen Sie sich das dritte Dia an. Hier. Woher haben Sie dieses Dia? Warum fragen Sie? Weil es wie dieser spanische Rumpf hier auf Ihrem Schreibtisch ausschaut? Weil es dieser spanische Rumpf ist? Der vor kurzem in Spanien ausgegraben wurde. Sind Sie sicher? Ja. Also bitte. In diesem letzten Dia sehen Sie nebeneinander Nahaufnahmen des spanischen Rumpfes und des entsprechenden Bereichs der vollständigen Statue. Nun? Immer noch überzeugt? Mein Gott. Aha. Sie haben es also bemerkt. Der Winkel der zwei Penisse ist verschieden. Eine Abweichung von etwa 7,5 Grad nach Südwesten, verglichen mit dem Penis des Exemplares in Ihrem Museum. Nicht viel, aber eine zu große Diskrepanz, als dass beide aus der gleichen Gussform stammen könnten. Wie haben Sie das herausgefunden? Dreimal dürfen Sie raten. Herr Professor Stolzfuß, bitte, nehmen Sie Platz. Wo ist Ihre Chefin? Sie ist indisponiert. Nur allzu verständlich, aber wozu dann meine Zeit verschwenden? Ich muss Ihnen etwas sagen. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Renaissance-Abteilung unseres Museums. Ich bin es nicht gewohnt, mit der zweiten Garnitur zu verhandeln. Oh, für Sie bin ich also nur zweite Garnitur. Ich wollte höflich sein. Ich hätte auch das Wort Aushilfskraft benutzen können. Ja. Wenn Sie mir noch etwas sagen möchten, bevor ich gehe, machen Sie es kurz und knapp. Warum mussten Sie Frau Dr. Leitner-Opfermann dermaßen eins reinwürgen, wo sie so verwundbar war? Ich habe ihr damit einen Gefallen getan. Einen Gefallen? Damit sie sich beim Museumsdirektor und potenziellen Spender nicht blamiert. Außerdem wollte ich ihr eine Lektion erteilen. Dass es nicht angeht, sich bloß wegen irgendwelcher kunsthistorischer Obsessionen zu weigern, die naturwissenschaftlichen Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Sie hätten etwas taktvoller vorgehen können. Den Winkel des Penis um 7,5 Grad zu ändern, schien mir genügend taktvoll. Außerdem fand ich das Ganze amüsant. Es war kindisch. Und dann auch noch Otto, den die Frau Direktor noch nie gesehen hatte, dazu zu bringen,
die Rolle des Señor Lopez zu spielen, dieses falschen Dinosaurologen, das war schlichtweg eine primitive Ausbeutung ihrer eigenen zweiten Garnitur. Sie wagen das zu sagen? Wie wäre es, Ihnen Fakten vorzulegen? Würden Sie Ihren Aufsatz dann zurückziehen, während wir Sie im Gegenzug nicht der penilen Fälschung bezichtigen? Was für Fakten? Kopien von Dokumenten, die ich in Belgien entdeckt habe. In Namur, wo Don Juan d'Austria 1578 gestorben ist. Don Juan sagt mir gar nichts. Jedenfalls nicht dieser. Da der Text nicht leicht zu entziffern ist, werde ich den Inhalt kurz für Sie zusammenfassen. Don Juan d'Austria war der illegitime Halbbruder von König Philipp II. Von Spanien. Und er war der Retter des christlichen Abendlandes, der Sieger der Schlacht von Lepanto. Er bat seinen Halbbruder, ihm das Original unserer Statue zu schenken. Der König erfüllte diesen Wunsch, indem er sich die Statue von seinem österreichischen Onkel Ferdinand I. beschaffte. Aber bevor die Statue nach Spanien geschickt wurde, ließen die Österreicher in aller Heimlichkeit einen Nachguss anfertigen, der schließlich hier in unserem Museum landete. Steht alles hier. Warum sollte er Don Juan um diese Statue bitten? Es gibt gewisse Hinweise, dass sie mit einer römischen Venusstatue, ein dokumentiertes Geschenk der Medicis für Philipp II., die schon vorher im Garten stand, ein Paar bilden sollte. Und wo befinden sich diese Statuen? Sie standen in den königlichen Gärten in Aranjuez, bis sie 1808 vor marodierenden französischen Soldaten versteckt wurden. Und wo sind sie jetzt? Verschwunden. Ist das alles? Es genügt als Hinweis darauf, was mit der Originalbronze von 1502 geschah. Und da wir nicht mehr behaupten, dass unsere Statue das Original ist, was wollen Sie dann noch publizieren? Immerhin waren wir die Ersten, die nachwiesen, dass es nur ein Nachguss aus dem 16. Jahrhundert ist. Zugegeben. Und wir werden das auch gerne in einer Fußnote unseres Aufsatzes würdigen, indem wir darlegen, auf welch verschlungenen Wegen das 1502 in Österreich gefundene Original nach Spanien gelangte. Welche Garantie habe ich, dass diese Dokumente keine Fälschungen sind? Gar keine. Das macht die Sache ja so interessant. Ich habe es satt, mich mit der zweiten Garnitur abzugeben. Falls Frau Dr. Regina Leitner-Opfermann mir noch etwas zu sagen hat, so weiß sie, wo sie mich findet. Was ist das? Eine diplomatische Mission oder mischt sich die Kunsthistorikerin etwa unter das gemeine chemische Volk? Bitte nimm so Platz. Wie wäre es mit Diplomatie verbunden mit einem Friedensvertrag? Normalerweise beginnen Friedensverhandlungen erst nach einem Waffenstillstand. Meine Kollegin Emma Finger hat mir von der Unterredung mit Ihnen berichtet. Warum waren Sie nicht dabei? Ich wusste nichts davon. Ach so, ich verstehe. Dann wurden wir also beide von unseren Untergebenen im Dunkeln gelassen. Otto hatte mir nichts davon erzählt, dass er etwas mit Ihrer Finger hat. Legen wir die Karten offen auf den Tisch. Ihre spanischen Fälschungen waren in höchstem Maße unfair. Mag sein. Aber Ottos Analyse der Spurenelemente hatte nichts mit Fairness zu tun gehabt, eher mit Chemie. Und der Winkel des Phallus? Der hatte nichts mit Chemie zu tun, eher mit Kunst. Worum ging es dann bei der ganzen Chemie? Es ging darum, festzustellen, ob wir es mit einem weiteren Michelangelo-Schwindel zu tun hätten. Ich wusste es. Was wussten Sie? Dass Sie die alte Michelangelo-Geschichte aufs Tapet bringen würden. Was spricht dagegen? Sie ist ja nicht erfunden, sondern eine berühmte, um nicht zu sagen berüchtigte Tatsache. Aber hier völlig fehl am Platz. Michelangelo vergrub seinen Marmor-Cupido in einem römischen Garten, um ihn künstlich älter zu machen und ihn einige Monate später als antik zu verkaufen. Aber ihm ging es um Geld, nicht um Ruhm. Halten Sie es nicht für ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand unsere Bronzestatue einige Jahre vor 1502 vergrub, um sie später auszugraben und einem Habsburger König oder Kaiser als römisches Original zu verkaufen? Für ziemlich unwahrscheinlich? Vielleicht, aber nicht für unmöglich. Denken Sie nur an den mehr als passablen Zustand der Patina. Nicht sehr wahrscheinlich bei einer Bronzeplastik, die 1200 Jahre oder länger in der Erde gelegen hat. Ja, stimmt, das war verwirrend. Doch nun hat meine Emma die Antwort gefunden. Sie halten diese Don Juan-Geschichte für unanfechtbar? Für mich ist sie hinreichend überzeugend. Dann sind wir uns also einig, dass Ihre Statue nicht das römische Original ist? Ja.
In diesem Fall schlage ich vor, Ihre spanische Hypothese in einer Fußnote unseres Artikels zu erwähnen, in dem wir den chemischen Nachweis führen, dass Ihre Bronze kein römisches Original ist. Glauben Sie wirklich, dass sich die ganze Angelegenheit nur auf eine Fußnote reduziert? Warum nicht einen wirklichen Friedensvertrag? Wie wäre es, wenn wir unsere Ergebnisse gemeinsam veröffentlichen? Unsere spanischen Erkenntnisse und Ihre chemischen Untersuchungen. Ein erstaunliches Angebot. Warum eigentlich nicht? Rex Stolzfuß und Regina Leitner Opfermann. Liest sich gut. Ohne Opfermann, nur Leitner. Noch besser. Stolzfuß und Leitner. Rex und Regina. Ma, das hat Autorität. Ich hatte an Leitner und Stolzfuß gedacht. Alphabetische Reihenfolge. Da mein Name mit S anfängt, habe ich noch nie etwas von alphabetischer Reihenfolge gehalten. Dann vergessen Sie den alphabetischen Vorrang. Nennen wir es Ritterlichkeit. Dieses Wort kommt in der Chemie nicht vor. Außerdem steht mein Name in jeder Veröffentlichung von mir immer an erster Stelle. Und meiner nie an zweiter. Eine gemeinsame Veröffentlichung ist vermutlich ein totgeborenes Kind. Aber ich gestehe, dass ich Ihre Geste zu schätzen weiß. Bevor Sie gehen, erlauben Sie mir noch eine Frage, eine friedliche. Da wir uns jetzt über die chronologische Neuzuordnung einig sind, wüsste ich gerne, wie sich das auf den Wert Ihrer Statue auswirkt. Welchen Wert? Den visuell-ästhetischen oder den kunsthistorischen? Beide. Der visuell-ästhetische Wert ist unverändert. Unser Nachguss aus dem 16. Jahrhundert sagt uns ganz genau, wie das römische Original aussah, das 1502 in Österreich entdeckt wurde. Der Öffentlichkeit sollte das genügen. Das stimmt. Aber wie schaut es kunsthistorisch aus? Das ist schwieriger. In einer Sammlung wie der unseren, die ihre Schätze chronologisch präsentiert, ist die zeitliche Abfolge der Kunstwerke ausschlaggebend. Der Traditionalist in mir besteht darauf. Folglich ist alles, was aus dem chronologischen Rahmen fällt, etwa ein Nachguss aus dem 16. Jahrhundert unter frühen römischen Kunstwerken, völlig fehl am Platz. Zumindest in meinen Augen. Dann werden Sie den Jüngling also aus der antiken Sammlung entfernen und in einem der Renaissance-Säle aufstellen? Nun, da seine Parkberechtigung abgelaufen ist? Auf keinen Fall. Trotz allem, was Sie gerade gesagt haben? Ich bin die Leiterin der Antikensammlung, nicht des gesamten Museums. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Das ist wie in einer katholischen Ehe. Eine Scheidung ist ausgeschlossen. Ich dachte, Sie sind geschieden. Meine Ehe wurde annulliert. Oh, verzeihen Sie, die Frage war nicht angebracht. Aber sie passt durchaus. Man kann sich nicht einfach scheiden lassen, nur weil sich herausstellt, dass der Partner jünger oder älter ist, als er ursprünglich behauptet hat. Dagegen kann eine Ehe annulliert werden, wenn arglistige Täuschung vorliegt. Und wenn ein Kunstwerk eine Fälschung ist, so wird es entfernt. Das wäre quasi die Annullierung seitens des Museums. Aber wir haben es hier nicht mit einer Fälschung zu tun, sondern mit einem hervorragenden Kunstwerk, das nur zufällig jünger ist. Dann zerreißen Sie also den chemischen Strafzettel, den wir ausgestellt haben? Der Strafzettel ist rechtens. Ich nehme ihn lediglich nicht zur Kenntnis. Fallstricke von Carl Gerassi. Aus dem Amerikanischen von Ursula Maria Mössner. Die Rollen und ihre Darsteller: Dr. Regina Leitner-Opfermann, Daniela Ziegler. Dr. Rex Stolzfuß, Walter Renneisen. Emma Finger, Sigrid Burkholder. Dr. Otto Umlauf, Matthias Köberlin. Technische Realisation: Herbert Kuhlmann und Anne Efferts. Regieassistenz: Oliver Metz. Regie: Angeli Backhausen.